Nach 3,5 Stunden Autofahrt von Hamburg aus nach Esbjerg bin ich mit der Fähre unterwegs nach Fanø. Das ist die nördlichste Wattenmeerinsel Dänemarks. Und hier soll es die schönsten Strände geben. Für mich ist es das allererste Mal auf Fanø. Man sagt, die Insel ist ein bisschen wie Sylt, aber nur ein Spur gemütlicher. Als erstes probiere ich ein Abenteuer der besonderen Art aus. Eine Austernsafari im Watt. Dieses findet mehrmals monatlich statt an der Ostküste. Ich habe einen Eimer und jetzt wollen wir Austern sammeln. Mit Gummistiefeln und Eimer bewaffnet mache ich mich auf den Weg zu den köstlichen Austern. Bisher habe ich immer viel Geld dafür bezahlt und hier liegen sie einfach so im Wasser herum. Kein Wunder, dass mein Eimer in 0, nix voll ist. Zeit für ein Erinnerungsselfie. Sonst glaubt mir ja niemand, dass Fanø ein echtes Austernparadies ist. Was gibt es Schöneres, als Austern frisch in der Natur zu genießen? Dafür muss man sie allerdings erstmal öffnen. Gar nicht so einfach. Da ich als Gastronom und bekennender Feinschmecker gerne neue Sachen ausprobieren, habe ich für heute ein ganz besonderes Rezept mitgebracht. Wir haben jetzt die Austern geholt und ich mache jetzt heraus eine Austern-Ceviche. Mit Limonen, mit frischem Koriander, Paprika, Zwiebeln. Und dann kommen wir die Austern rein und dann lassen wir da drinnen 5 bis 10 Minuten ziehen und danach essen wir die. Hammer! Jesper ist nicht nur der Wattführer, sondern er ist auch der Austern-King von Fanø. Denn keiner auf der Insel kennt sich so gut mit Delikatessen aus wie er. Auf den Grill zaubert er für uns leckere Austern-Kreationen. Mal mit Knoblauchsoße, mit Käse oder mit Schinken. Ich bin auf jeden Fall richtig auf den Geschmack gekommen. Jetzt wird's Zeit, die andere Seite von Fanø kennenzulernen. Und zwar der wunderschöne breite Strand, der einfach perfekt ist für lange Spaziergänge, Drachensteigen oder ein Spritztour direkt am Wasser entlang. Aber das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. Hier in Fanø Bryghus kann man ein echtes Stück Dänemark erleben. Klaus, der Braumeister, führt mich hinter die Kulissen seiner kleinen Mikrobrauerei. 6 Spezialbiere und viele beliebte Saisonbiere werden hier hergestellt. Absolutes Muss. Wenn ihr auf Fanø seid, müsst ihr unbedingt hierher kommen. Sensationelles Bier. Das lohnt sich allemal, mal hier mal durch die ganzen verschiedenen Sorten durchzugehen. Lecker. Echt. Vielen Dank. Willkommen. Ja. Um den Tag entspannt ausklingen zu lassen, muss ich unbedingt zurück an den Strand. Alleine die sensationellen Sonnenuntergänge sind Grund genug, um nach Fanø zu kommen. Einfach der perfekte Ort für Brian's Way of Life.